überall diese Multiband gesehen habe, da habe ich mir gedacht, halt, dass es eine normale Wand ist. Und dann ist passiert, dass es angegangen ist. Und dann hatte ich gewusst, dass es so eine Spielwand ist. Ich kann Musik auch spielen. Musik. Dass Multiball besser als Sport ist. Ich glaube, dass die Kinder muss nicht ganz stark schreiben. Sie können ein bisschen Spaß haben. Nicht immer in die Turnhalle gehen muss, um Spiele zu spielen. Multiballwand bei uns an der Schule ist wirklich ein Highlight für die Kinder. Die Kinder haben unglaublich viel Spaß daran, mit der Wand zu spielen, an der Wand zu spielen, sich auszutoben. Gehen deshalb wirklich richtig gern zur Schule. Und Kinder, die gern zur Schule kommen, sind Kinder, die wir hier brauchen. Ich mag das Mathe-Meisterspiel, weil ich gut in Mathe bin. Ich mag das Länderspiel, weil ich zeigen kann, wo ich herkomme. Also für uns war es von Anfang an immer sehr wichtig, dass Sport nicht etwas ist, was man muss, sondern etwas, was man gerne mag. Und gerade mit der Digitalisierung sind wir natürlich lieber dabei, Produkte zu entwickeln, die Kinder sehr gerne haben, anstatt sie immer wieder zu Sport zu zwingen und sie warten darauf, dass sie wieder ans Handy können. Eine der wichtigsten Sachen für uns war einfach, dass alles immer extrem leicht zu bedienen ist. Lustigerweise können es die Kinder meistens weitaus schneller als die Lehrer und die Erwachsenen. Von daher ist es extrem schön, einfach die Kinder damit alleine sich beschäftigen zu lassen. Eine Sache, die uns ganz, ganz wichtig war, ist die Real-Multiplayer-Variante. Das heißt, man spielt mit Leuten, die auch wirklich da sind. Man kennt das von Computerspielen. Normalerweise kann man gegeneinander, miteinander spielen. Hier steht man aber wirklich nebeneinander. Man kann sich den Ball wegnehmen, man kann zusammenarbeiten oder man kann einfach zusammen das Level gewinnen.